Das Wichtigste war bei uns der Ausstieg aus der Bodenbearbeitung und dann später, bedingt durch die gute Auslastung, aus dem Bereich Staldungsstreuer und Emslandkipper. Das hat mir emotional sehr weh getan. Wir haben dann auf die Profitechnik im Grünfutterbereich gesetzt, haben dann mit der Roundpack, mit der Rundbahnpresse einen Durchbruch erzielt. Dann kam der Mut, die Großpackentechnik anzugreifen, weil wir mit dem VFS etwas Besonderes hatten. Und dann eben der Big M. Aber ich muss Ihnen sagen, wie das Ganze in meinem Kopf entstanden ist. Ich habe immer auf meinen Vater gehört. Ich habe von meinem Vater gelernt. Ich höre ihn heute noch, obwohl er schon 50 Jahre tot ist. Er hat mir gesagt, Bernhard, du musst darauf achten, dass du wohlhabende Kunden hast und dass du die Wettbewerber beachtest. Und dann habe ich festgestellt, dass man in der Landtechnik entweder in einer Nische Geld verdienen kann, aber eine Nische will jeder, aber die kann nicht jeder haben. Und dann habe ich gesagt, ich brauche natürlich die Landwirte und Lohnunternehmer als Kunden. Die sind nicht übermäßig üppig dabei. Und die Dinge werden sich aufgrund der Veränderungen in Europa, dem Fall des Eisernen Vorhangs, so verändern, dass auf die Dauer einfache Landtechnik aus osteuropäischen Ländern kommt. Und habe dann überlegt, wie komme ich dazu, so gut zu verdienen wie entweder ein Nischenhersteller oder die großen Traktoren- und Mähdrescher- und Feldhäckslerhersteller. Und habe festgestellt, dass nur im Wettbewerb mit diesen großen Herstellern die Preise zu erzielen sind, die auf die Dauer unsere Entwicklungskosten und unsere Overheads abdecken. Und das war der Grund, dann den Mut zu haben, sich mit großen internationalen Konzernen in den Wettbewerb zu begeben. Und das Ergebnis sehen Sie heute. Wir sind überproportional gewachsen und machen Ergebnisse, die die Weiterentwicklung der Firma garantieren. Der Grund, weshalb ein mittelständisches Unternehmen wie wir sich um so etwas kümmern konnte, ist, dass weltweit nur etwa 2.000 bis 2.500 Feldhäcksler pro Jahr verkauft werden. Also eine Größenordnung, in der wir mitspielen konnten. Und von Anfang an waren wir darauf aus, 20% des gesamten Weltmarktes abzuschließen und haben das auch ja bis heute geschafft. Das Wichtigste an dem Häcksler ist ja die Qualität des Häckselgutes. Und da hat eben die Aufnahme, das Gebiss, der Einzug und die Trommel den maßgeblichen Einfluss. Und deswegen war auch meine Vorgabe von Anfang an, wir werden nur einen Feldhäcksler bringen, wenn wir einen eigenen Vorsatz haben, wenn wir Argumente haben, die die anderen nicht haben. Als man mir bei der ersten Präsentation nach wenigen Monaten gesagt hat, dass es ein Preisproblem gäbe, habe ich gefragt, bei welcher Größenordnung denn? Und dann hat man gesagt, ja, bei 6- und 8-reihigen Konzepten. Damals gab es nur einen 8-Reiher-Vorsatz bei einem anderen Fabrikat, ganz neu in der Erprobung in der Nullserie. Daraufhin war meine klare Ansage, vergesst bitte 6 Reihen, wir fangen erst bei 8, 10 und 12 an und später 14. Weil wir nur eine Chance haben, wenn wir ein Produkt bringen, das es bisher auf dem Markt nicht gibt.
Die Wettbewerber haben nur müde gelächelt. Die Kunden waren sehr angenehm überrascht, weil keine Maschine den Lohnunternehmer so interessiert wie der selbstfahrende Feldhäcksler. Und diese Lohnunternehmer hatten in der Entwicklung Feldhäcksler in den letzten Jahren vor dem Eintritt des Big X wenig erlebt. Das heißt, zwei Hersteller haben sich den Markt geteilt und dem Markt das gegeben, was sie gerne verkaufen wollten. Aber die Lohnunternehmer haben sofort erkannt, dass mit dem Krone Big X eine neue Generation ansteht und haben uns danach gefragt. Und ich erinnere mich ganz genau, dass als wir dann ein 10-reihiges Maisgebiss nicht liefern konnten für den zweiten Häcksler eines Lohnunternehmers, traf ich ihn hier in Spelle vor der Fabrik und sagte, ja, ich habe den zweiten Häcksler, aber er hatte nur ein 8-reihiges Maisgebiss. Und Krone, ich bestelle Ihnen noch einen Maishäcksler, aber nur, wenn Sie mir ein 10-reihiges Maisgebiss liefern. Dann habe ich gesagt, haben wir nicht, aber 12 Reihen. Der Mann hat dann den dritten mit 12 Reihen bestellt und den zweiten mit 12 Reihen ausgerüstet und gesagt, das sei das Beste gewesen, was ihm passiert ist. Und ich muss heute sagen, dass Big X fast ein Synonym geworden ist für Feldhäcksler.